Hallo, heute haben wir einen neuen Test für euch, denn wir haben heute das HTC Sensation XE mit Beats Audio. Ja, so sieht der Karton aus. Als nächstes haben wir dann in diesen Karton, schön mit HTC drauf. Diesen öffnen wir. Da müsste jetzt eigentlich das Handy sein und wie ihr seht, die Beats Audio Kopfhörer. Und so, wenn wir das herausnehmen, sehen wir ein Ladeadapter. Also da wird dann das Datenkabel dran geklemmt und damit könnt ihr dann das Handy laden oder beziehungsweise auch als Datenkabel auch nutzen. So, dann haben wir hier so eine schicke Tasche, wie ihr seht. Beats by Dr. Dre. Ja, das Handy besitzt halt, wie gesagt, die Beats Audio Kopfhörer. Sehr schöne Kopfhörer, aber dazu kommen wir dann später nochmal. So, das alles. Und tada, hier ist das Handy. Ja, es sieht sehr gut aus, sehr schöne Verarbeitung, sieht sehr auch gleichzeitig auch edel aus, hat ein bisschen Farbspielraum mit drin. Wie ihr seht, besitzt das Handy einen Doppel-LED-Blitz für besonders gute Fotos bei Nacht- oder Abendaufnahmen. Eine 8-Megapixel-Kamera mit Full-HD-Aufnahme. Einen Lautsprecher für die Freisprecheinrichtung und Musik. Wenn ihr nicht gerade mit den Beats Audio-Kopfhörer hört, dann besitzt das Handy halt eine Gummibeschichtung hier. Eine gebürstelte Edelstahlbeschichtung. Wo auch HTC so schön eingraviert ist, sieht sehr gut aus. Und ja, was haben wir hier? Wir haben hier den Lautsprecher für die Anrufe und ebenfalls haben wir hier eine VGA-Kamera vorne. So, des Weiteren besitzt das Handy eine Tastensperrentaste, klar, ein 3,5 Anschluss für Kopfhörer und einmal Laut- und Leise-Tasten. Ja, wie gesagt, das Handy ist sehr gut verarbeitet, liegt auch sehr gut in der Hand, hat auch wiederum auch ein ordentliches Gewicht. Das Handy besitzt einen 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor. Ist natürlich recht ordentlich, das merkt man dann auch sofort dann gleich, das zeige ich euch dann noch. Und 1 GB internen Speicher. Jedoch habe ich gelesen, dass 16 GB Speicherkarte mitgeliefert wird. Also von daher auch ein Vorteil. Wir haben die hier leider jetzt nicht mit dabei, die 16 GB Speicher. Ja, so, sobald man das Handy jetzt hier oben an der Tastensperre anmacht, sehen wir schon, wir haben hier einen schönen Lockscreen mit Feed. Man kann hier Facebook-Feed oder so. Dann haben wir hier so eine Schnellauswahl. Da können wir halt, wenn wir jetzt schnell mal in die Kamera wollen, einfach das Symbol hier reinschieben und schon sind wir in der Kamera. Ja, die Kamera funktioniert recht gut. Testbilder zeige ich euch jetzt. So, nachdem ihr euch jetzt in Ruhe die Testbilder angeschaut habt, könnt ihr schon bereits sehen, das Handy hat ein sehr großes Display. 4,3 Zoll misst es. Ist aber mittlerweile halt auch schon Normalfall, dass die Displays schon über 4 Zoll gehen. Das Ganze basiert auf Android 2.3. Leider noch kein Ice Cream Sandwich 4.0.
Und somit hoffe ich doch, dass das noch erweitert wird. Ja, wenn man jetzt hier genauer hinschaut, dann sieht man, dass es ein HD-Display ist. Sehr, sehr schön, sehr scharf. Gefällt mir richtig gut. Super, um Fotos anzuschauen oder sonst irgendwas, die man mit der 8-Megapixel-Kamera geschossen hat. Des Weiteren besitzt das Handy, wie gesagt, auch einen sehr schnellen Prozessor. Das merkt man auch sofort beim Surfen. Wir gehen jetzt mal hier auf Google und gehen mal auf uc.de. Also das ganze Surfen und so, das läuft sehr, sehr flüssig. Schon alleine, wenn man jetzt hier die Seite hin und her scrollt und dann ran und weg zoomt, da gibt es gar keine Probleme mit dem Laden, mit dem Ruckeln oder sonst irgendwas. Also wirklich, da merkt man auch die Prozessorstärke, die dahinter arbeitet. 768 MB RAM besitzt das Ganze auch noch, was das noch unterstützt. Ist ganz ordentlich für ein Handy. Ich denke mal, komplizierte 3D-Spiele sind damit gar kein Problem. Und man könnte da auf jeden Fall noch einiges rausholen. Nachdem ihr schon einige Einblicke auf das Handy hattet, werde ich euch jetzt mal genau die Kopfhörer vorstellen, womit auch das Handy auch wirbt. Hier sind nochmal die Kopfhörer. Wenn wir dieses Täschchen aufmachen, haben wir hier die tollen Kopfhörer. So, wenn man das jetzt hier sich mal so genauer anguckt, die sehen sehr, sehr gut aus, sehr gut verarbeitet. Sie haben auch einen sehr guten Sound, also habe ich auch schon getestet. Kann man nicht drüber meckern, dann haben die Kopfhörer hier noch so eine Schnellauswahltaste. Also der Klang ist wirklich einzigartig mit diesen Kopfhörern. Jedoch muss ich sagen, hat das Handy an sich eine sehr schlechte Tonqualität. Wenn man jetzt laut Musik hört oder die Freisprecheinrichtung anmacht, das werde ich euch jetzt einmal vorführen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das hört sich sehr Blechbüchsen Lautsprecher an und sehr schade. Manche Handys besitzen ja schon auch Stereo-Sound. Das besitzt halt, wie gesagt, nur einen schwachen Lautsprecher. Auch andere Handys können das besser mit nur einem Lautsprecher. Finde ich sehr schade, da es halt auch allgemein mit Musik wirbt, das Handy, und dabei halt der Lautsprecher selber nicht gerade sehr gut ist. Hört sich sehr plump an, genauso auch wie das Telefonieren über diesen Lautsprecher. Der ist auch sehr basslos und dadurch hört sich das auch sehr nach Blechbüchse an. Leider. Ja, die Kopfhörer sind wie gesagt super. Was mich halt wie gesagt auch fasziniert hat bei den Kopfhörern ist, sobald man diese ansteckt, kann man auch noch eine Klangverbesserung noch einschalten. Wo war die jetzt? Die war hier. Genau, hier Klangverbesserung. Das Handy erkennt sofort, wenn man die Lautsprecher drin hat. Machen wir mal rein. Aha. Und jetzt kann man hier Beats Audio aktivieren. Und schon hat man einen perfekten Sound über die Kopfhörer. Ja, muss ich sagen, ist sehr gut. Jedoch kann man diese Klangverbesserung nicht über, was hier gerade stand, über den Lautsprecher benutzen. Sehr, sehr schade. Ist ein Minuspunkt, aber es wer viel gerne mit Kopfhörer Musik hört, sollte auf jeden Fall da keine Probleme haben. Kommen wir zum Fazit. Ja, das Handy macht einen sehr guten Eindruck. Design ist sehr gut verarbeitet, liegt gut in der Hand, hat aber ein ordentliches Gewicht. Wen das nicht stören sollte, der sollte darin auch kein Problem sehen. Wir haben hier eine sehr gute Kamera mit sehr gutem Blitz. Macht sehr gute Bilder, wie ihr gesehen habt im Video. Leider ist der Lautsprecher nicht so gut, was mich schon ein wenig stört. Da das Handy halt auch allgemein mit Musik wirbt, sollte man auch einen guten Lautsprecher auch erwarten. Dann hat das Handy aber im Gegensatz sehr gute verarbeitete Kopfhörer, sehen sehr gut aus. Und haben auch einen sehr guten Klang.
durch den Klangverbesserungsmodus mit Beats Audio wirkt das alles recht robust und sehr gut. Ja, Display kann man nicht meckern, ist sehr scharf, Akku hält auch dadurch auch sehr lang. Leider ist ja noch Android 2.3.4 drauf, was mich halt schon ein wenig stört, da Ice Cream Sandwich schon auf dem Weg ist, aber leider noch nicht hier drauf enthalten ist. Ja, aber ich hoffe, das wird bald nachgerüstet. Mit dem starken Prozessor sollte es auf jeden Fall ohne Probleme machbar sein. Das Ganze besitzt das HTC Interface 3.0. Das HTC Sensation XL besitzt hingegen aber 3.5 schon. Ja, also viele negative Punkte konnte ich nicht feststellen. Das Handy kostet um die 400 bis 500 Euro. Von je nach Händler unterschiedlich. Das Geld lohnt sich schon für das Handy. Wer halt auf Musik setzt mit Kopfhörern, ist es sehr gut, aber ansonsten finde ich, das Handy sollte man vielleicht noch warten oder das XN zum XL zugreifen. Viel Power steckt dahinter, guter Speicher, der Lieferumfang ist sehr groß mit der 16 GB Speicherkarte. Ja, kann man halt nicht groß noch dazu sagen, außer dass für mich eigentlich schon ein gutes Ergebnis erzielt hat.